Meine Damen, meine Herren, ich habe nicht die hohe wissenschaftliche Kost, sondern eher das Leichte. Aus der Praxis möchte ich Ihnen berichten, und das, glaube ich, ist auch richtig jetzt für die Mittagsdepression, dass Sie hier damit gut zurechtkommen. Ich möchte zunächst den Forstbezirk Eibenstock vorstellen. Sie sehen hier die Struktur des Sachsenforstes in Sachsen, und Eibenstock ist also in Südwestsachsen und hat hier also ein sehr kompakter Forstbezirk mit 26.000 Hektar. Und das Grüne, was Sie hier sehen, ist vor allen Dingen Landeswald. Das ist historisch bedingt, dass hier in Westsachsen vor allen Dingen der Landeswald konzentriert ist. Vielleicht ein paar Daten zum Forstbezirk, damit Sie wissen, worüber wir reden hier. Also wir haben 80% im Eigentum des Landes, 10% Privatwald, und dann gibt es noch Kommunalwälder, 5%, und ein bisschen Bundeswald und ein bisschen Treuhandrestwald. Die Struktur des Forstbezirkes ist so: Wir sind ca. 105 Beschäftigte. Das sind 11 Landeswaldreviere, die rein sich mit Landeswald beschäftigen, wo immer ein Revierförster dort dem Revier vorsteht. 2 Betreuungswaldreviere, die jetzt also den Kommunalwald und auch den Privatwald beraten und betreuen. Und wir haben ein Waldschulheim in Konradswiese, wo wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Schulklassen sozusagen für den Wald und für die Forstwirtschaft fit machen. Ja, Holzvorrat 370 Kubikmeter pro Hektar in etwa. Das ist so im guten deutschen Durchschnitt. Das sah vor 25 Jahren noch anders aus, da lagen wir weit darunter. Die Holznutzung ist zurzeit bei etwa 7 Kubikmeter pro Jahr und Hektar, Tendenz steigend. Wir haben gehört, der Zuwachs steigt, auch aufgrund vermutlich klimatischer Entwicklung. Und wir haben trotzdem einen laufenden Zuwachs im Moment von 11,4. Das heißt, es wächst mehr zu. Wir binden Kohlenstoff, als was wir nutzen. Das werden wir irgendwann, werden wir ins Gleichgewicht kommen müssen. Zu den Höhenlagen: Es geht in etwa von der Autobahn in Raum, vom Auer Fußballstadion bis hinauf zum Auersberg auf 1019 Meter Höhe. Die Grundgesteine im Westerzgebirge sind eher matt, also Granite für Lütte. Niederschläge sind für das Waldwachstum gut, um die 1000 Millimeter. Ja, und die natürlichen Waldgesellschaften, die gehen natürlich vom Erzgebirgskamm, von Fichten-Wollreitgraswäldern bis hinüber zu Buchenwäldern, bis hinunter zu Eichenbuchenwäldern. Aber im Mittel sind es Buchenwälder mit Fichte und Tanne. Die Forstwirtschaft ist etwas sehr Komplexes und hat sehr komplexe Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und da ist Trinkwasser und Hochwasser, natürlich Hochwasserschutz, ein großes Thema, weil wir ja mit unserer Bewirtschaftung unmittelbar an diesen Themen dranhängen. Wir haben hier die Talsperre Eibenstock und 3 weitere Talsperren im Territorium und bedienen etwa, so grob gesagt, 20% des Territoriums in Sachsen mit Trinkwasser. Und daraus leiten wir natürlich eine sehr hohe Bedeutung auch der Waldbewirtschaftung ab. Die Art der Waldbewirtschaftung ist halt wichtig, wie das Trinkwasser beschaffen ist. Daneben gibt es Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, und natürlich den Naturpark. Also die Waldfunktionen sind vielfältig hier in unserem Territorium. Nun zum Thema: Klimaextreme nehmen zu. Das haben wir schon gehört. Was passiert hier im Ganzen? Das Thema ist ja hier bekannt. Trockenperioden nehmen zu, starke Niederschläge, Niederschläge in der Vegetationszeit sinken, Sturmhäufigkeit steigt an. Und das hat für den Wald natürlich Folgen. Diese Folgen sind nur einige hier erwähnt. Die klimatische Wasserbilanz, das haben wir heute schon gehört. Also das Wasser, was in der Vegetationszeit zur Verfügung steht, nimmt ab. Das führt natürlich dazu, dass wir Vitalitätsschwächung haben. Die Waldbrandgefahr nimmt in einigen Regionen Sachsens, vor allem in Nordsachsen, enorm zu. Sturmschäden nehmen zu, und lokal steigt auch die Schneebruchgefahr. Durch die längere Vegetationszeit und die Temperaturen haben auch Pilze und Insekten länger Zeit, sich mit dem Wald zu beschäftigen. Und damit gibt es natürlich auch mehr Probleme. Und die Kalamitäten haben an sich auch eine große Entwertung zur Folge. Ich komme da noch im Einzelnen drauf, dass wir das Holz dann eben auch nur zum halben Preis verkaufen, weil es eben der Markt nicht aufnimmt. Bis hin zu Standortsverschlechterung, höheren Wegebaukosten, weil wir im Prinzip zur Unzeit Unmengen von Holz transportieren müssen, die alle irgendwie dranhängen. Wichtig für uns ist, dass die Fichte in
weiten Teilen des Tieflandes bis in die mittleren Berglagen hinein als Wirtschaftsbaumart ausfällt. Das sehen wir heute schon, wer aufmerksam im Raum Plauen in Richtung Bayern fährt. Also wenn man im Sommer kommt, sind die Wälder rot vom Borkenkäfer. Das ist also die, und im Leipziger Raum wissen wir, dass die Fichte voll auf dem Rückzug ist. Dort, also das, was die Szenarien, die wir dort erleben, das erwartet uns in wenigen Jahrzehnten in den mittleren oder unteren Lagen des Gebirges auch. So, nun sehen wir hier den Buchdrucker Befall. Das ist auch im Prinzip, wo es denn kritisch wird. Kritisch ist dort natürlich, wo die Fichte ist, und das sind hier unsere Mittelgebirge. Da müssen wir damit rechnen, dass es zu Kalamitäten kommen kann. Und es ist eben so, wenn wir solche Jahre wie 2003, wenn das auf so eine Situation fällt, wie beispielsweise in diesem Jahr, wo ohnehin der Winter sehr wenig Feuchtigkeit hatte, dann ist auch der Harzfluss in den Bäumen gering. Und damit der Harz ist die Abwehrkraft des Baumes. Die ist dann geringer, und der Borkenkäfer ist auf einem sehr hohen Niveau. Wenn wir jetzt also ein sehr trockenes Jahr bekämen, in diesem Sommer, und das in Folge da vielleicht im nächsten Jahr nochmal, das muss gar nichts mit dem Klimawandel zu tun haben, das können ganz einfach nur normale Schwankungen auch sein, dann müssen wir damit rechnen, dass es uns große Teile des Erzgebirges und der Fichte abräumt. Und die Folgen wären verheerend für Wasser, Hochwasser, ökonomisch, aber eben auch für den Tourismus, also sehr komplex. Aber mit solchen Szenarien müssen wir rechnen. Hier einige Beispiele, allein aus dem letzten Jahrzehnt, die für uns gravierend waren. 2005 ein Sommersturm mit 160.000, wenn ich Ihnen sage, wir machen etwa einen Holzeinschlag im Forstbezirk von 145.000. Das war also mehr als ein Jahreseinschlag, der in einer Nacht fiel. Man muss froh sein, das war ein kleiner Tornado, man muss froh sein, dass das in der Nacht kam. Wäre das am Tag passiert, hätte es Tote gegeben. Da war also, die Vorwarnzeit war außerordentlich gering. Wir hatten das kaum aufgeräumt. Im Folgejahr kam ein Eisbruch, 100.000 Kubikmeter, vor allem in den Kammlagen. Es war damals ein ziemlicher Terror, weil die Kammläube zugebrochen war, die Ferien standen bevor und alle Wirte wollten vermieten. Gäste standen da und es ging nichts. Es war alles zugebrochen. Wir hatten es kaum aufgeräumt, kam der nächste Sturm, Kyrill, das mit verheerendste, was wir hatten. 375.000, also kann man so sagen, drei Jahreseinschläge, die hier innerhalb von wenigen Tagen da lagen. Und Folgeerscheinung natürlich davon, Sturm Emma ein Jahr später. Und der Borkenkäfer ließ auch nicht auf sich warten, hat also dann nochmal nachgelegt. Und dann ging es mit ein paar kleineren Dingen weiter. 26.000 Sturmkäfer 2009, 2010 Borkenkäfer, 2011 nochmal ein Schneebruch. 12 und 13 hatten wir relative Ruhe. Dieses Jahr ahnen wir, dass mit dem Borkenkäfer etwas losgeht, weil er ist sehr zeitig geflogen, die Bäume sind schwach, die Fichte blüht noch dazu. Wenn sie blüht, haben wir gehört vorhin in dem Vortrag, dass sie ohnehin ihre Energie verbraucht, und damit ist sie auch stark disponiert für den Borkenkäfer. Also es wird ein kritisches Jahr, das wissen wir. In Summe hatten wir in diesen wenigen Jahren fast 800.000 Kubikmeter Kalamitätsholz, und da kann man sagen, 83% des Holzeinschlages waren keine regulären Nutzung. Nennen Sie mir einen Wirtschaftsbetrieb, der 83% Ausschuss produziert, den gibt es nicht mehr. Also das ist schwierig, wir verkaufen ja das Holz dann auch nur noch zum halben Preis, weil es im Prinzip der Markt nicht aufnehmen kann. Das ist dann außerordentlich schwierig. Ein paar Beispiele. Um das nochmal zu verdeutlichen, da gehen wir jetzt auch ein bisschen schnell durch. Also hier in Erlabrunn, Sommersturm 2005, da hier das die Region heimgesucht hat, das war eine Schneise der Verwüstung. Der Eisbruch 2006, wo wir dann mit den Pisten rauben, weil es lag ein Meter Schnee, da kann auch kein Mensch mehr vom Arbeitsschutz her vernünftig im Wald arbeiten. Da sind wir mit der Pistenrauber ausgefahren und haben versucht, die Loipen freizuschneiden. Kyrill 2007, also verheerend, was da abgelaufen ist. Wir hatten also da richtig, und Emma im Jahr drauf nochmal hinterhergelegt. Buchdrucker 2008 in Folge, hatte ich genannt. Also man sieht dann diese roten Fronten hier, wo der Käfer drin ist. Eisbruch 2009 mit 13.000 Meter, wo vor allen Dingen dann die Kronen weggebrochen waren. 2011 dasselbe nochmal.
Und das ist natürlich Belastung auch für die Mannschaft, die natürlich für Normalbetrieb ausgelegt ist. Die ist ja nicht für solche Katastrophen ausgelegt. Man hat ja keine Reserven, auch am Personal. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind 5 technische Einheiten, die zu betreuen sind, die beim Revierförster täglich laufen. Und am Abend liegen dann 1000 Meter Holz draußen, die er aufmessen muss. Das muss in die Wirtschaftsbücher gebracht werden, da müssen Rechnungen geschrieben werden. Parallel dazu kommt der Bürger, will Brennholz haben. Die Jagd ist zu organisieren und alles andere auch. Also das sind enorme Belastungen für die Mitarbeiter dann. Es gibt auch unerwünschte Nebenwirkungen. 2007 hatten wir gesagt, habe ich vor uns im Vortrag gehört, sehr trockenes Frühjahr. Aber ehe wir unsere europaweiten Ausschreibungen durch hatten, war es Sommer. Und dann kam die geballte Technik. Und da hat es geregnet und wir hatten in dem Jahr 1500 mm Niederschlag und bei voller Nässe, wir hatten auch keine Chance, wir mussten das aufbereiten wegen dem Burgenkäfer und bei voller Nässe ging es in die Wälder. Und dann natürlich die Maschinen abgesagt, das ruft Kritik hervor, zu Recht in der Bevölkerung. Und da gibt es Nebenwirkungen und die müssen hinterher repariert werden, das kostet Geld. Juli, August, September, ja, im ganzen Herbst, also im Prinzip den ganzen Sommer und Herbst dann. So, dann mussten natürlich in diesem Wetter hat man natürlich die gesamte Infrastruktur, die auch touristisch genutzt wird, in Grund und Boden gefahren. Wenn es nass ist, da hält nichts. Ne? Sodass wir dann auch enorme Wegebaumittel ausgeben mussten. Also im Prinzip den ganzen Gewinn, den man durch das Holz eingenommen hat, den gibt man wieder aus. Es ist am Ende Nullsummspiel, was man hier betreibt, um die Wege wieder herzurichten, um sie auch für die Holzabfuhr und auch für den Tourismus wieder gangbar zu machen. 2013 ging es uns ähnlich, ja auch wieder 1 Million eingesetzt, um die Hochwasserschäden zu beseitigen. Es sind viele Freiflächen entstanden, gerade im Kammbereich, auf denen das Wachstum sehr kritisch ist. Hier ist es ja so, dass wir selbst im August schon Fröste haben können, bei 900 Meter Höhenlage, sodass uns dort unsere Pflanzen in der Vegetation auch erfrieren. Das ist also, und im Sommer haben wir dafür Situationen, wo 40 Grad sind, wo die frisch gepflanzten Bäume auch einfach das nicht überleben. Also es ist eine sehr kritische Situation, bis hin zum Tourismus, wo die Läube früher im dichten Fichtenwald lief und keine Schneeverwehung waren, ist es hier so, dass die Läube halt alle paar Stunden zugeweht ist, weil der Wind drüber pfeift. Also klimatisch sind das schon ganz schön Probleme, die hier auftauchen dann im Wald. Und die Kosten nach so einer Sturmkatastrophe, die verdreifachen sich. Hier sind nur mal ein paar ausgewählte Bereiche, Kulturvorbereitung, also das ist ja vom Reisigräumen über Pflanzung, Nachbesserung ist das, was praktisch abgestorben ist, was nicht angekommen ist, muss dann nochmal nachgepflanzt werden. Und die Pflege hinterher gegen Gras zum Beispiel oder eine Himbeere, damit die Pflanzen wachsen können, das alles verdreifacht sich. Das heißt, wir haben Kosten, die wir im Normalbetrieb nicht haben. Das verdreifacht sich für mehrere Jahre, also nicht mal nur ein Jahr, sondern gleich mal für 10, 15 Jahre. So, und von unseren 20.000 Hektar waren dann nach dem Kyrill etwa ein Viertel, also 5.000 Hektar waren instabil und es konnte auch auf 3.500 Hektar die Forstplanung überhaupt keinen Holzanschlag mehr planen, weil die Wälder, wie Sie hier sehen, völlig zerrissen waren und dort nichts geht. Fazit ist, die Fichtenwirtschaft, die ist eine Katastrophenwirtschaft mit Fragezeichen. Und sie ist ja aus gutem Grund mal begründet worden, nämlich in der Holznot, als es kein Holz gab, hat man die Fichte gepflanzt und hat damit die Holznot ja auch bekämpft. Heute merken wir, dass die Anforderungen der Gesellschaft größer sind und dass wir natürlich mit diesen Reinbeständen alleine das auf Dauer nicht durchstehen. Und hier haben wir eine komplexe Wirkung. Es ist also nicht nur das Klima, sondern wir haben auch hausgemachte Probleme, die aus der Geschichte auch des Bergbaus resultieren, weil einfach der Bergbau ja auch zum großen Teil die Wälder, die natürlichen Wälder hier aufgefressen hat. Die wurden dort verarbeitet, die Buche zur Holzkohle gemacht und dann, wo nichts mehr da war, kam ja die Wirtschaft im Erzgebirge zum Erliegen und es musste einfach Fichte gepflanzt werden, damit man den Rohstoff wieder hatte. Das ist heute oftmals in Vergessenheit geraten, dass das wirtschaftliche Gründe hatte. So, jetzt müssen wir damit umgehen und kommt natürlich diese Überschneidung mit dem Klimawandel und manchmal bringt man das auch durcheinander, oder? Das ist also jetzt nicht immer ganz exakt. So, Schlussfolgerung. Also wir brauchen äh, ein,
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Voriges Jahr hatten wir ja das Jahr der Nachhaltigkeit. Es ist ja in der Presse genug diskutiert worden. Also Waldumbau, Bodenschutz, Strukturvielfalt, Artenvielfalt und die angepassten Wildbestände, die wir heute schon gehört haben. Da komme ich auch noch mal drauf zurück. So, wie sah es denn im 16. Jahrhundert aus? Und im 16. Jahrhundert, da war es kälter, haben wir gehört, als heute. Und da sehen wir, dass dieses Baumartenspektrum ein ganz anderes war. Wenn wir heute die Fichte dominiert, also mit 85%, war sie damals bei 34%, die Weißtanne bei 28%, die Rotbuche bei 24%, also so ein Drittelmix. Und die anderen Baumarten, wenn wir hier sehen, Kiefer, die Kiefer, die hier beteiligt war, die ist sicherlich natürlich, sondern der Mensch ist ja schon seit dem 12. Jahrhundert da. Und da hat halt dort, wo er die Wälder devastiert hat, kam die Kiefer danach. Also sehen wir diesen Drittelmix, also eine gesunde Mischung in Zeiten, wo es eigentlich kälter war als heute. So sieht es heute aus. Von diesen 28% Tannen sind uns gerade mal 274 Stück übrig geblieben. Das heißt pro 80 Hektar eine von den dicken Tannen. Alles andere ist weggekommen und die Fichte dominiert das Ganze. Und auch Buche von den 24% sind gerade 4% noch da. Und von diesen 4% haben wir gerade mal 200 Hektar, die fruktifizieren, also die im Alter sind, wo man sagt, wo sich auch verjüngen kann. Also von Natur aus passiert hier nichts mehr oder wenig, vielleicht in Jahrmillionen, Jahrtausend schon, aber nicht in unseren kurzlebigen Zeiträumen. So, das ist jetzt im Prinzip der Klimawandel projiziert auf die Waldgesellschaften. Das dürfte vielen von Ihnen bekannt sein, während wir heute sehen, also was grau ist, ist Fichte im Erzgebirge und vom Klima her hätten wir in der Prognose 91 bis 2100, wenn es denn so kommt, das ist aber jetzt gerechnet mit B1, glaube ich, also mit 2 Grad, wenn es denn mehr wird, stimmt auch das nicht mehr, hätten wir dann Buchenwaldgesellschaften bis weit ins Gebirge hinein, Buchenwaldgesellschaften und im Erzgebirgsvorland Eichenwaldgesellschaften. Das heißt also, wir als Forstleute, wir dürfen keine Chance auslassen. Wenn mein Vorredner gesagt hat, wir haben keinen Grund für Aktionismus, dann muss man wissen, wo er her ist. Er stammt aus Hessen, in Hessen ist Buchenland, da ist die Buche schon da. Und die Buche, da muss man wirklich keinen Aktionismus haben, da kann man über Pflege, kann man die gut anpassen, aber wir haben Fichte und da läuft uns die Zeit davon. Wenn wir also die Chance verpassen, in einem bestimmten Stadium den Wald umzubauen mit Schattbaumarten, wenn der Sturm drüber ist und wenn der Kahlschlag da ist aufgrund des Sturmes, kann ich keine Tanne und auch keine Buche mehr pflanzen, weil sie das ökologisch gar nicht verkraftet. So dass wir also doch einen gewissen Aktionismus, auch einen gewissen Zeitdruck haben. So, Vitalitätsentwicklung der Fichte sehen wir auch, dass es für die Fichte enger wird. Also der Raum, wo Fichte wachsen kann, wird natürlich geringer. Und das, da kann man natürlich als Praktiker seine Schlussfolgerung ableiten und auch die Forstplanung zieht da ihre Schlussfolgerung. Nun gibt es Berechnungen auch für die einzelnen Baumarten. Was passiert denn, wenn es wärmer wird? Wo können denn die überhaupt noch wachsen? Da gibt es hier Untersuchungen aus Bayern. Wenn wir die Tanne zum Beispiel sehen, ist es so, dass nur 18% etwa künftig nicht mehr gehen, aber die Masse der Standorte sozusagen gehen noch, sind noch möglich. Also Tanne ist eine Baumart, die mit Wärme sehr gut umgehen kann. Und damit ist es eine Baumart, die an und für sich für die Zukunft gut geeignet wäre. Sie hat sehr, sehr viele Vorzüge und bei der Buche ist es so, dass sie auch nach der Klimaerwärmung sehr gut in das Spektrum noch hineinpasst, dass nur geringe Teile ausfallen. Bei der Fichte sieht das ganz anders aus, die haben wir jetzt nicht hier, aber bei der Fichte fallen weite Teile raus, muss man so sehen. Was wir brauchen, sind stabile, strukturreiche Mischbestände, etwa sowas hier, davon haben wir etwas, aber eben nicht genug. Und die Ziele des Waldumbaus, die wir hier betreiben, wobei man sagen muss, den Waldumbau hätten wir auch schon machen müssen von der Fichte allein. Der Klimawandel ist vielleicht auch mal ein bisschen vorgeschoben. Und wenn manche sagen, vielleicht ist denn das legitim. Ich meine schon, dass das legitim ist, um ganz einfach die Türen zu öffnen und um das Ganze voranzutreiben. Also, und weil die Probleme, die sind ja nun nicht wegzudiskutieren.
Ja, also was sind unsere Ziele? Stabilität, Betriebssicherheit steht da ganz oben und alles andere kommt da drunter. Also Ertragslage natürlich, Wertholz, vielfältige Angebote auf dem Holzmarkt. Es ist immer gut, man hat verschiedene Bäume, verschiedene Sortimente, weil Markt ist etwas, das will heute, da will heute dieses und morgen jenes. Und wir brauchen selbstregulierende Systeme. Also so ein System wie in der Landwirtschaft, wo man jährlich einsät und dann wieder erntet und neu, das können wir uns im Wald nicht leisten, es muss von alleine funktionieren. Ich sage immer, wir müssen intelligent faul sein. Der Wald muss gefälligst sich selber aussehen und seine Bäume selber erziehen. Wir wollen eigentlich nur noch kommen, um sie abzuschneiden. Das wäre so mal ganz vereinfacht ein selbstregulierendes System im Wald. Biodiversität erhöhen, haben wir heute schon gehört, ist wichtig. Bodenzustand verbessern, erhalten. Grundwasserbildung, Hochwasserschutz, ganz wichtige Themen. Hochwasserschutz, vielleicht nur so viel, ein strukturierter Mischwald kann bis zum 10-fachen an Wasser speichern wie ein Fichtenwald. Also wissen wir, wenn wir unser Wetter umgestalten, dass wir auch einen großen Beitrag für den Hochwasserschutz tun. Erholungswirkung in dieser strukturschwachen Region im Erzgebirge ganz wichtig, weil Tourismus ist das Fünkchen Hoffnung. So, was haben wir getan? In Sachsen werden also jedes Jahr etwa 1300 Hektar pro Jahr im Landeswald Wald umgebaut, also andere Baumarten gebracht, gerade Buche, Bergahorn und Tanne. Das sind immerhin 15 Millionen, die hier ausgegeben werden. Wir sind das Bundesland, das muss man ganz klar sagen, was am meisten Geld in auf dieser Schiene ausgibt. Woanders ist das nicht üblich. Also wenn man in Thüringen guckt, dann ist das ist es viel weniger, ne? Und wir in Almstock machen etwa 200 Hektar pro Jahr, also 1,5 Millionen. Das sind Investitionen in die Zukunft, die sind gigantisch. So, und seit 1990 haben wir also insgesamt etwa 1700 Hektar Rotbuche, 1300 Hektar Weißtanne gepflanzt. Von 274 Stück, haben Sie es gemerkt, alten Tannen sind jetzt 1300 Hektar dazugekommen. Also das ist im Prinzip, wir haben diese Baumart wieder zur Hauptbaumart hier gemacht oder sind dabei, um einfach die Vielfalt hier hineinzubringen. Daneben aber auch den Bergahorn, der uns wichtig erscheint, auch in dieser Geschichte. Ja, Vorworte zur Weißtanne, warum ist die uns so wichtig? Vielleicht nochmal hier bringen, das sehen wir hier schon, sie hat eine ganz andere Wurzel. Ja, der Revierförster, der hier die Wurzel hält, die hat also eine Tiefwurzel, das heißt, die bleibt bei Sturm eher stehen wie eine Fichte. Sie holt aus den tieferen Gesteinsschichten die Erdalkalien heraus und bringt sie in den Umlauf, praktisch in den Humus. Durch diese bessere Durchwurzelung gibt es ein besseres Wasserspeichervermögen. Ihre Nadeln führen zu einem besseren pH-Wert im Boden. Damit haben wir ein besseres Trinkwasser. Also es hängt alles zusammen. Und das Holz ist ein tolles Bauholz. Und sie kann, was Wärme betrifft, ist sie sehr tolerant. Also das Trockenjahr 2003 hat sie weggesteckt, ohne zu zeichnen, im Gegensatz zur Fichte. Also das muss man sagen. Also hier wissen wir, dass wir wie Tanne etwas machen können. Und sollte es denn anders kommen, wir wissen, im 16. Jahrhundert war sie auch da und da war es kälter. Also insofern ist das für uns eine Risikostreuung, wo wir sagen, Buche und Tanne machen wir nichts verkehrt. Ja, in Sachsen sind also 3000 Hektar Weißtanne entstanden seit 1990 und wir in Almstock haben da von 1300, also ein reichliches Drittel. Und da, wie gesagt, das ist auch unser Markenzeichen. So, jetzt kommen wir zum Wild. Also nachhaltiger Waldumbau ist ohne Schalenwildreduzierung nicht möglich. Das ist ein Thema, was die Gesellschaft vielleicht ein bisschen beiseite schiebt oder gar nicht ernst nimmt. Aber es gibt keinen Waldumbau, ohne das Problem zu lösen. Und deshalb wird es auch gerne, es ist aber auch ein bisschen politisch brisant, weil im Prinzip ja die Jagd, letzten Endes sind auch Wähler. Und es wird auch nicht immer gerne angepackt. Aber wir haben, wenn man nur mal sieht, was wir aus DDR-Zeiten noch für Schäden haben, wir haben also 1,5 Millionen pro Jahr Ausfälle durch Rotwildschäden, wo das Rotwild wegen Hunger die Rinde von den Bäumen gezogen hat und da Fäule, Pilze in die Bäume hineingekommen sind. Und man kann den Wald auch nicht voller Zäune pflastern, da bleiben die Vögel drin hängen, das kostet, so ein Zaun kostet im Aufbau 5 Euro, im Abbau 5 Euro, das geht nicht, das muss ohne gehen, also muss man Wildbestände reduzieren und wir haben das
aus diesem Grund auch mit verschiedenen Verbänden versucht, die Problematik zu thematisieren. Das Jagdgesetz in Sachsen ist angepasst worden. Wir haben jetzt eins der modernsten in Deutschland. Wir haben also da große Möglichkeiten, aber eben, ob es denn ausreicht, das ist die Frage. Es ist dort viel zu tun und in der Gesellschaft ist oftmals diese Erkenntnis dazu, dass das Wild im Prinzip unsere gesamte Waldverjüngung auffrisst, diese Erkenntnis ist oftmals nicht da. So, im Trinkwasserschutz, da können wir auch viel tun. Vermeidung von Stoffeinträgen, da ist zum einen die kahlschlagfreie Wirtschaft, zum anderen der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und natürlich auch der Einsatz von bodenschonender Technik, die wir hier brauchen, damit es keine Erosion gibt. Für den Boden die Waldschutzkalkung, die wir periodisch wiederholen, um ganz einfach das, was ausgewaschen wird, an Erdalkalien wieder hineinzubringen. Und wenn der Wischwald dann einmal da ist und wir haben diese Baumarten, dann halten die das auch im Umlauf. Also dann können wir diese Kalkungsintervalle immer größer machen. Das spielt auch eine große Rolle. Wir belassen auch Ast- und Kronholz im Wald, weil das auch Nährstoffe da drin belässt. Also das ist auch wichtig für den Bodenschutz. Tourismus ist uns auch wichtig, dass Sie sehen die Komplexität des Waldes, also Katastrophen beeinträchtigen das Ganze. Das ist jetzt in so ein gestörtes Gebiet, da kommt der Tourist nicht gerne, wenn er das Elend das sieht. Und Lebensraumveränderungen durch den Klimawandel sehen wir also auch, dass wir verschiedene Dinge im Biotop- und Artenschutz hier gestalten können. Totholz war heute schon ein Thema, es ist uns ganz wichtig. Und da steht wieder, bin ich bei meinem Vorredner, meinem Herrn Eichhorn, wo er sagt, Integration statt Segregation. Es nützt uns nichts, immer mehr Schutzgebiete zu haben und das Holz dann aus den Primärwäldern Osteuropas hierher zu fahren mit viel Energie, sondern wir müssen eine Waldwirtschaft haben, die sowohl Elemente des Artenschutzes, des Naturschutzes beinhaltet, als auch ökonomische Aspekte der Rohstoffproduktion. Und beides lässt sich ganz gut integrieren. Also Integration in einem viel besiedelten Raum statt Segregation ist uns sehr wichtig. Ja, also das geht vom Moorschutz über Hecken, Kleingewässer, Wiesenpflege und Totholz. Das sind nur einige Punkte. Öffentlichkeitsarbeit ganz wichtig, denn nur was ich kenne, kann ich auch beurteilen. Deshalb machen wir neben unserer Dienstzeit auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich nannte schon das Waldschulheim in der Konradswiese, wo wir Kinder und Jugendliche hier hinbringen. Es gibt 3 Stück solcher Waldschulheime in Sachsen. Es müssten eigentlich 300 sein. Eigentlich müssen alle Stadtkinder das mal erlebt haben, was Wald ist und wozu das alles wichtig ist, dass nicht so Gedanken aufkommen wie Baum ab, nein, danke. Und wir machen auch sehr viele Presseveröffentlichungen, Interviews, um diesen Gedanken rüberzubringen. Gut, das war's von mir und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Schusser, für einen, wie ich finde, hervorragenden 3K-Vortrag. Was ist ein 3K-Vortrag? Der ist klar, der ist kritisch und der ist konkret. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem, was wir vor der Mittagspause hatten. Und wenn ich so in die Runde gucke, auch schon von unten, dann habe ich nicht viel Müdigkeit gesehen. Trotzdem soll Ihr Vortrag zur Diskussion stehen und für Beiträge offen sein. Bitte, Karl-Heinz. Wenn Sie ans Mikrofon gehen mit der Antwort, sonst hören die Übersetzer. Ja. Ich glaube, dass du das jetzt als 3K-Vortrag bezeichnet hast. Habe ich ja doch vielleicht eine Frage dazu. Herr Schusser, Sie haben ja einen Sprung von 100 Jahren gemacht. Also Sie haben die Darstellung gemacht bis 2000 und dann, wie sieht das Wetter aus in den letzten 10 Jahren dieses Jahrhunderts? Wahrscheinlich von denen, die im Saal drin sitzen, wird keiner mehr da sein. So, und für uns ist ja wichtig, dass wir eine Transformation an die Politik machen. Von denen sitzt heute wahrscheinlich auch keiner drin oder vielleicht ein Verdeckter, ich weiß es nicht ganz genau. Also wir brauchen aber irgendwo Aussagen, wo wir an die Politiker rankommen. Die haben ja die Jahresscheibe, ist ja bei denen 5 Jahre, das wissen sie ja immer. Vielleicht auch 7 Jahre, aber das sind nur 10 in Sachsen-Erden und die haben 5 Jahre. Wir müssen es an die rankommen und ich erinnere mich da recht gut, der Professor Gerstengrabe vom PIK, der hat voriges Jahr wohl
mit dem Kollegen hat er ein Buch rausgegeben, auch zu den Klimaveränderungen. Die haben nämlich einen Zeitraum so 2030 und kurz danach. Das haben die dort betrachtet. Was kommt denn mittelfristig eventuell auf uns zu? Weil man das ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer abschätzen kann, ist es klar, in 100 Jahren kann die Spreizung so sein. Es kann ganz schlimm sein in 100 Jahren, aber es könnte auch vielleicht sein, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also wir müssen eigentlich viel zeitiger da sein. Und das ist das vierte K, eine winzige Kritik. Sie haben mich jetzt bei einem spezifisch forstlichen Problem ertappt. Wir denken nicht in Jahrzehnten, wir denken auch nicht in Jahresscheiben, wir denken in Jahrhunderten, weil das, was wir jetzt pflanzen, das ist dann soweit 2100. Das ist erst dann soweit, das ist der Wald der Zukunft und deshalb auch diese großen Spannen. Wir können nicht in so kurzen Spannen denken, also was den Wald betrifft, sondern wir stellen jetzt die Weichen für den Zeitraum 2100. Das, was wir jetzt pflanzen, das ist dann soweit. Also diesen Wald gestalten wir jetzt. Und was wir jetzt versäumen, das schaffen wir in die nächsten Generationen. Zur Politik muss ich sagen, dass wir natürlich dort auch aktiv sind, ne? Und dort auch viel getan wurde. Und wenn jetzt Vertreter der Regierung da wären, würden sie auf ihr forstpolitisches Programm verweisen, was es gibt. Es gibt also ein Programm, wie Wald im Jahr bis zum Jahr 2050 entwickelt werden soll durch das SMUL. Und da ist der Waldumbau mit diesen 1300 Hektar festgeschrieben. Ich glaube, das ist auch mit einmalig in Deutschland. Ich wollte Sie fragen, ob Ihren Zielen, die Sie genannt haben, eine FSC-Zertifizierung der sächsischen Wälder nicht entgegenkommen würde und die sozusagen regelrecht also befördern könnte. Also die Unterschiede vom FSC zum BFC, wir haben zurzeit den BFC, sind in meinen Augen da eher gering. Ne? Und für das, was wir machen, für unser Vorhaben, das sind Nuancen, die da dabei sind. Und ich sehe in dieser Zertifizierung, ich sehe es sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen, weil es hat uns nicht wirklich vorangebracht. Alles das hätten wir auch sonst getan, was wir mit dieser Zertifizierung jetzt tun. Und die Zertifizierung verlangt Stilllegung und wir sind strikte Gegner einer Stilllegung, eben aus diesen Gründen, weil wenn wir hier uns eine heile Welt vorgaukeln, vor unserer Haustür, dann holen wir das Holz aus anderen Regionen Europas, aus den Primärwäldern oder der Welt. Und das ist, da lügen wir uns die Taschen voll. Da muss ich sagen, das kann ich nicht mittragen, ja, letzten Endes. Sondern wir müssen unseren Lebensraum hier so gestalten, dass wir sowohl den Schutzgedanken als eben auch die Produktion hinkriegen. Das ist dieser integrative Ansatz. Und da gibt es Blenderwälder, es gibt genügend Beispiele in Deutschland für naturnah bewirtschaftete Wälder, die im Prinzip im Ansatz beides können. Und das ist für mich der richtige Ansatz. Anstatt zu sagen, hier, wir bauen uns hier ein heiles Schloss auf und woanders dulden wir, dass es geschlachtet wird. Das ist nicht unser Ansatz. Ja, ich kenne das, mir ist das schon bekannt. Also ich sehe jetzt dort keinen wesentlichen Sprung, was da besser werden sollte. Ich komme aus der ehemaligen Rauchschadkatastrophenregion Osterzgebirge und auch bei uns freut man sich darüber, wie viel Geld und wie viel Kraft in den Waldumbau gesteckt wird, wie viele Buchen gepflanzt worden sind. Wenn man dann allerdings mal durch so einen alten Buchenbestand im Sommer spaziert und die Kronen hochguckt, sieht man, wie spießastig die sind. Und da kriegt man so die Fragen, ob wir nicht vielleicht ein paar Rahmenbedingungen missachten und nicht zu wenig Kraft drauf verwenden, günstige Bedingungen für die Buchen zu schaffen. Wenn man dann nämlich mal von der Wetterwarte Zinnwald die Luftschadstoffe sich anguckt im Internet, da sieht man, dass die Ozonwerte bei allen trocken, warmen Witterungslagen im Sommer deutlich über den 65 Mikrogramm sind, die früher mal als pflanzenschädlicher Schwellenwert galten. Und da wünschte ich mir doch sehr viel deutlicher Worte auch von Seiten der Forstwirtschaft, dass wir auch solche Luftschadstoffbedingungen brauchen in Zukunft, dass der Waldumbau auch eine Zukunft haben kann. Dem kann ich eigentlich nur beipflichten, aber es ist halt so, wir haben das heute auch gehört in den Medien, ist Waldsterben kein Thema mehr. Es war irgendwann mal ausgelutscht, ne? Und es ist aber durchaus so, dass wir nach wie vor Schadstoffeinträge haben in Größenordnung, über Säureeinträge vor allen Dingen, die auch dazu führen, dass Wurzeln absterben. Ozon kann ich jetzt nicht beurteilen, aber über Säure ist es bekannt, diese Critical Loads, die sind bekannt, werden auch untersucht im Testnetzflächen.
Und das ist natürlich, das ist ein Problem der Industriegesellschaft, dass das nach wie vor mit der Westwind trifft, also aus den Industriegebieten hier Säuren in Größenordnung kommen und nur deshalb müssen wir kalken, also da entgegenwirken. Also besser wäre es natürlich, die Ursachen abzustellen. Das ist aber ein Problem eher des Energiewandels der Gesellschaft überhaupt. Also wir als Forstwirtschaft, wir doktern immer nur am Kranken rum. Also das andere, da ist die Politik gefordert. Sicher. Sicher, weil ich die bestreite ich nicht, also das mit Sicherheit, ja. Ja. Ich wollte zunächst erstmal einen Kommentar abgeben, zwar dazu, dass Sie gesagt haben, dass die Wälder insgesamt bewirtschaftet und naturnah bewirtschaftet und dann letztlich den meisten Nutzen geben. Das kann man auch aus Treibhausgassicht bestätigen. Die naturnah bewirtschafteten Wälder, da gibt es europäische Projekte dazu, zeigen immer wieder die höchste Kohlenstoffsequestrierung. Es ist allerdings ganz entscheidend, wie man das Management macht. Also sehr empfindlich, da gibt es genauso natürlich verfrühter Einschlag, ist genauso schädlich wie zu lange zu warten und dann hat man halt einen Sturmschaden und dann ist ein Teil der Sequestrierung auf andere Art und Weise wieder weg. Also im Prinzip bestätigt das komplett. Ein bisschen unruhig bin ich allerdings und auch deswegen, weil bei unserem langfristigen CO2-Flussmessstandort im Tharandaer Wald wird auch Weißtanne eingebracht, was ich natürlich begrüße als eine Maßnahme zur Stabilisierung der Bestände. Aber es gibt ja das Problem mit dem Schalenwild immer noch. Wie geht man denn damit um, solange es einerseits zu teuer ist, einzuzäunen und andererseits, dass die Schalenwildbestände so hoch sind, wie sie eben sind, aufgrund der Ansprüche der Jägerschaft? Ja, man versucht natürlich auch damit pragmatisch umzugehen, dass also Weißtanne oftmals auch nur dort gebracht wird, wo man weiß, man hat sie mit einem gewissen vertretbaren Aufwand an Schutzmaßnahmen, bringt sie da durch. Wenn ich sie ein Leben lang einzäunen muss, das kann niemand finanzieren, das geht nicht. Und das ist für gewisse Teile, auch des Erzgebirges ist das der Fall, da geht es nicht, aber in großen Teilen geht es schon. Wir haben ja auch eine große Entwicklung gemacht, aber sind sicherlich noch nicht dort, wo wir hin wollen. Nun muss man aber sagen, das sind verschiedene Akteure hier am Werk. Also wir Förster sind im Wesentlichen nur für den Landeswald zuständig, aber die Masse der Fläche ist halt auch außerhalb vom Landeswald. Und dort existieren andere Jagdsysteme, andere Pachtsysteme, auf die wir im Prinzip keinerlei Einfluss haben. Das muss dann schon eher politisch geklärt werden. Also dass das für einen Privatwald außerordentlich kritisch ist, da müssten eigentlich die Waldbesitzer sich dafür einsetzen und sagen, hier, wir wollen etwas anderes und dort entsprechendes Potenzial aufbauen. Also das ist aber kein spezifisch sächsisches Problem, das ist ein spezifisch deutsches und vielleicht europäisches Problem, wo man nicht weiterkommt, also was hier regelrecht als Klotz im Wege steht. Also unser Tempo und das, was wir machen müssten und das, was wir machen könnten, wäre ein anderes, wenn wir das Wildproblem nicht hätten. Und das ist aber auch so, dass wir, wenn wir dann die Bevölkerung fragen, dann kommt von der Bevölkerung, ihr schießt alles tot, wer sieht kein Reh mehr. Die Wahrnehmung ist auch hier auch eine andere. Also die im Prinzip, es ist ihnen wichtiger, ein Reh zu sehen, als dass wirklich einen ordentlichen Wald vor der Haustür zu stehen hat. Wobei es den Rehen, muss man sagen, rein statistisch gesehen, besser geht als vorher. Die haben jetzt viel kleinere Territorien, es gibt viel mehr zu fressen. Es gibt also, das Angebot ist gewachsen und auch die Rehwilddichte wird steigen, indem wir ihnen ganz einfach eine größere Vielfalt bilden. Es werden viel mehr Tiere da sein können, wenn wir diesen Waldumbau machen. Nur für diese Umbauphase brauchen wir eben halt mal Zeiten, wo die, sag ich mal, im Minimum sind. Und die werden da auch nicht, man braucht da überhaupt keine Angst haben, dass man die ausrottet. Das schafft gar keiner. Ne? So, sondern es ist nur, man muss sie kurz halten. Ne? Das ist ein Riesenaufwand. Ganz herzlichen Dank. Da sind jetzt nun auch noch Aspekte gekommen, die wir auf dieser Tagung sicherlich nicht vertiefen können, obwohl ich darauf hinweisen möchte, nur beispielhaft, dass die Nebelphase in den höheren Lagen des Erzgebirges gerade auch chemisch und damit biochemisch in Bezug auf den Wald erhebliche Einflüsse hat. Und da ist in der letzten Zeit einiges an Neuigkeiten aufgetreten, was Sie auf der Exkursion zumindest im Ansatz erfahren werden. Aber wir müssen im Programm weitermachen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für einen wunderbaren Vortrag. Und wir haben nun...